dieser Vortragsreihe beschäftigen wir uns mit der Offenbarung Jesu Christi, dem letzten Buch der Bibel. Dabei können wir jedoch nur einen Überblick geben. Wenn Sie die Offenbarung intensiver studieren möchten, bieten wir Ihnen unser kostenloses Material zur Sendung an. Die Studienhefte, die Offenbarung Jesu Christi, können Sie bei unserem Zuschauerservice unter info@hopechannel.de bestellen. Wir haben uns während des letzten Vortrags mit 4 von 7 Briefen beschäftigt. Jesus hat sie an christliche Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei, gerichtet. Diese Briefe schildern nicht nur die Situation von Christen des ersten Jahrhunderts. Sie sind darüber hinaus Botschaften und Ratschläge Jesu an die gesamte Christenheit. Diese Gemeinden stehen außerdem symbolisch für 7 Zeitperioden in der Kirchengeschichte. Deshalb reicht die Botschaft der 7 Briefe von der Zeit der frühchristlichen Gemeinde bis zur Wiederkunft Jesu. Wir haben bisher gesehen, wie schon in den ersten Jahrhunderten und im darauffolgenden Mittelalter Lehren, Traditionen und Gebräuche aufkamen, die sich nicht in der Bibel finden. Das hat Jesus in der Offenbarung schon vorausgesehen. Doch mit der Gemeinde Sardes kam es zu einer Veränderung. Auch wenn Sie nun den Text der Offenbarung auf dem Bildschirm mitlesen können, verfolgen Sie am besten wieder die Erklärungen in Ihrer eigenen Bibel. Nun zu Offenbarung 3, Vers 1 bis 6, der Gemeinde Sardes. Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes. Das sagt der, dem die 7 Geister Gottes dienen und der die 7 Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke die wenigen, deren Glaube noch lebendig ist, bevor auch ihr Glaube stirbt. Denn so, wie du bisher gelebt hast, kannst du vor Gott nicht bestehen. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich wieder darauf und kehr um zu Gott. Wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Aber auch bei euch in Sardes sind einige, denen der Schmutz dieser Welt nichts anhaben konnte. Sie werden immer bei mir sein und weiße Kleider tragen, denn sie sind es wert. Wer durchhält und den Sieg erringt, der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wie beim letzten Vortrag wollen wir uns zuerst die historische Situation der Stadt anschauen. Sie hat nämlich eine symbolische Bedeutung für die christliche Gemeinde. Sardes war die Hauptstadt der ehemaligen Großmacht Lydien. Sie lag etwa 80 Kilometer östlich von Smyrna. Im 7. Jahrhundert vor Christus wurden hier die geprägten Münzen erfunden und erstmals in der Geschichte als Zahlungsmittel verwendet. Der letzte König von Lydien, Krösos, soll unermesslich reich gewesen sein. Die Festung der Stadt lag auf einem 500 Meter hohen Berg. Sie galt als uneinnehmbar. Doch der persische König Kyros der Große eroberte sie 546 vor Christus im Handstreich. Auch Soldaten des syrischen Herrschers Antiochos der Große nahmen die Festung 200 Jahre später ohne großen Widerstand ein. Sie kletterten nachts einfach über die schlecht bewachten Mauern und öffneten die Tore. Später kam Sardes unter die Herrschaft von Rom und verlor schließlich ihre Bedeutung. Heute ist die Stadt nur noch ein Ruinenfeld neben dem türkischen Ort Sard. Protestantische Bibelausleger der Vergangenheit sahen in Sardes symbolisch die Gemeinde der Reformation. Zwar hatte sie den Glauben erneuert, aber schon bald erstarrte sie in der Orthodoxie und verlor immer mehr an Bedeutung. Jesus stellt sich ihr als der Herr vor, der die 7 Sterne in seiner Hand hält. Die 7 Sterne stehen für die Leiter der Gemeinden.
Außerdem hat Jesus die Vollmacht über den Geist Gottes. Menschen können nicht für immer bestimmen, wie seine Gemeinde auszusehen hat. Durch den Heiligen Geist führt er sie immer wieder zur Wahrheit zurück und erneuert sie, reformiert sie. Martin Luther war nicht der Erste, der die Kirche reformieren wollte. Doch weil diese sich dagegen wehrte, schuf er eine neue Konfession. Er wollte eine Gemeinde, die auf der Freiheit des Gewissens, persönlichen Glauben und allein die Bibel gegründet ist. Sie sollte nicht durch die Obrigkeit bevormundet werden. Aber verunsichert durch die Bauernkriege und auf Drängen von Freunden entschloss sich der Reformator, dann doch eine Volkskirche aufzubauen. Kurz vor seinem Tod bedauerte er jedoch seine Entscheidung. Könnte er noch einmal von vorne anfangen, würde er nur eine kleine Gemeinde von ernsten Christen ins Leben rufen. Nach dem Tod des Reformators erstarrte die Kirche allmählich. Sie hielt an den bisherigen Lehren fest und duldete keine Änderungen. So blieb es zum Beispiel bei der Kindertaufe, die der junge Luther noch heftig bekämpft hatte. Auch die katholische Sonntagsfeier wurde nicht in Frage gestellt. Zwar hatte Martin Luther 1515 die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele als unbiblisch bezeichnet. Trotzdem hielten manche Protestanten daran fest. Die Erneuerung des Glaubens und die Reformation der Kirche kamen also zum Erliegen. Deshalb sagt Jesus ihr: Ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden. Vers 2. Die Gemeinde der Reformation war reich an Erkenntnis. Sie entdeckte die zentrale christliche Lehre von der Gerechtigkeit des Glaubens neu. Aber nachdem sie keine weitere Änderung des Glaubens zuließ, verlor sie an Leben. Auf der anderen Seite geriet sie immer stärker unter dem Einfluss der Aufklärung und des Rationalismus. Die Vernunft wurde zum Maßstab der Erkenntnis und des Glaubens. Theologen begannen Wunder abzulehnen und biblische Aussagen in Frage zu stellen. Die Bibel wurde nun kritisch wissenschaftlich studiert. Diese Entwicklung hatte Martin Luther schon prophetisch vorausgesehen und davor gewarnt. Damit nämlich werde das wahre Christentum wiederum von uns genommen, sagt er. Sardes, die Gemeinde der Erneuerung, steht schließlich in der Gefahr, wieder unter den Einfluss von Rom zu kommen und damit ihre Bedeutung zu verlieren. Aus diesem Grund ruft Jesus sie zur Wachsamkeit auf, zur Umkehr, zur Neubelebung des Glaubens, zur Reformation also. Andernfalls werde sie von seiner Wiederkunft überrascht werden. Vers 3. Jesus spricht aber auch von Gläubigen in dieser Zeit, die er loben kann. Er sagt: Du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Vers 4. Weiße Kleider stehen hier bildhaft für die Gerechtigkeit, die Jesus uns durch den Glauben schenkt. Tatsächlich setzten sich viele damals für eine Erneuerung des Glaubens ein. Die Gründer des Pietismus wollten beispielsweise das erstarrte Leben in der Kirche wieder erwecken. Bekannte Namen sind Philipp Jakob Spener, August Hermann Francke oder auch Johann Albrecht Bengel. Von ihren Gegnern wurden sie verhöhnt und Pietisten genannt, das heißt die Frommen. Doch dieser Schimpfname wurde für sie zu einer Ehrenbezeichnung. Auch in anderen Ländern kam es zu Bewegungen, die den Glauben erneuern und zur Bibel zurückführen wollten. Reformation darf eben kein einmaliges Ereignis sein. Die Kirche muss immer wieder reformiert werden, wenn sie ein lebendiges Christentum vermitteln will. Selbst in unserem eigenen Leben ist immer wieder eine Erneuerung nötig, damit wir im Glauben weiterkommen. Die sechste Gemeinde, Philadelphia. Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Das sagt dir der eine, der heilig und wahrhaftig ist. Er allein hat als Nachkomme Davids den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen.
ich weiß, was du getan und geleistet hast. Sieh, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein. Doch du hast an dem, was ich gesagt habe, festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Achte jetzt auf alles, was geschehen wird. Es werden Leute zu dir kommen, die sich als fromme Juden ausgeben. Aber sie lügen. In Wirklichkeit sind sie Anhänger des Satans. Diese Männer werde ich dazu bewegen, dass sie vor dir auf die Knie fallen, denn sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Du hast meine Aufforderung befolgt, geduldig auszuhalten. Deshalb will ich dich auch in der schweren Prüfung bewahren, die über die ganze Erde kommen wird, um alle Menschen auf die Probe zu stellen. Ich komme schnell und unerwartet. Darum halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegespreis nehmen kann. Denn wer durchhält und den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben. Und er soll den Namen meines Gottes tragen und wird ein Bürger des neuen Jerusalem sein, der Stadt, die Gott vom Himmel herabkommen lässt. Auch meinen eigenen neuen Namen wird er erhalten. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Philadelphia wurde 140 vor Christus von König Attala II. Von Pergamon gegründet. Weil er seinen Bruder Eumenes sehr liebte, erhielt er den Beinamen Philadelphus. Philadelphus bedeutet brüderliche Liebe. Diesen Namen gab er auch der Stadt. Wegen ihrer Schönheit wurde sie auch Klein-Athen genannt. Von hier aus breitete sich die griechische Sprache, Kunst, Literatur und Wissenschaft nach Kleinasien aus und Syrien. Heute heißt die Stadt Alashehir. Philadelphia steht symbolisch für die Christen des 18. und des 19. Jahrhunderts. Leider war der Glaube vieler Christen erstarrt oder durch die Aufklärung und den Rationalismus unterhöhlt worden. Doch nun kam es zu einem religiösen Aufbruch. Deshalb erhält diese Gemeinde, wie Smyrna, von Jesus keinen Tadel. Jesus stellt sich der Gemeinde als der Heilige und Wahrhaftige vor. Er hat den Schlüssel Davids, Vers 7. Jesus ist also keine Erfindung religiöser Träumer der Antike. Er ist Wirklichkeit. Der Schlüssel ist das Zeichen seiner Herrschaft. Weil er den Tod besiegt hat, kann er die Gräber aufschließen und die Verstorbenen zum Leben rufen. Bewiesen hat er diese Vollmacht schon während seines Erdenlebens. Wer den Schlüssel zum Öffnen der Gräber hat, kann auch geistlich Tote zum Leben erwecken. Wenn Jesus deshalb die Türen für die Verkündigung des Evangeliums öffnet, kann das niemand verhindern. So war es auch im 18. und 19. Jahrhundert. Durch die Zweifel von Philosophen und Theologen war der Glaube in vielen Menschen erstickt worden. Sogar Pastoren zweifelten an der Gottheit Jesu und sprachen nicht mehr von Sünde und der Erlösung durch Jesu Opfer. Man wollte nur die Erde mit menschlichen Mitteln zur besten aller Welten umgestalten. Einer Welt, die von Frieden, Fortschritt und Wohlstand bestimmt wird. Nun aber begann der Glaube wieder zu erwachen. Viele Christen aus verschiedenen Konfessionen erwarteten die baldige Wiederkunft Jesu. Darunter auch Pfarrer Johann Philipp Petri, der Jesuit Immanuel Lacunza, der deutsch-jüdische Missionar Josef Wolf, Leonard Heinrich Kelber oder der amerikanische Friedensrichter William Miller. Miller sagte dieses Ereignis für 1843-44 vorher. Aufgrund von Berechnungen des Prälaten Johann Albrecht Bengel erwarteten zahlreiche Pietisten in Württemberg und Westfalen die Wiederkunft Jesu im Jahre 1836. Wir dürfen hier nicht vergessen, dass auch Martin Luther die Wiederkunft Jesu für die Jahre 1532, 1538 und schließlich für 1541 vorausgesagt hatte. In Schweden hatte die Landeskirche die Predigt vom zweiten Kommen Jesu verboten. Doch 1843 begannen Kinder und Jugendliche zu predigen, dass die Zeit des Gerichtes gekommen sei.
Trotz Gefängnisstrafen und Schlägen ließen sie sich nicht einschüchtern. Sie fühlten sich vom Geist Gottes gedrängt, furchtlos vom Kommen Jesu zu predigen. Viele ihrer Hörer waren tief beeindruckt und änderten ihr Leben. In dieser Zeit begann man, die antiken Städte, die alten Städte des vorderen Orients auszugraben. Viele geschichtliche Angaben der Bibel, die man bis dahin angezweifelt hatte, wurden nun bestätigt. Außerdem erhielt das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Bibel neuen Aufschwung, weil man alte Bibelhandschriften entdeckte. Sie bestätigten, die Bibel ist das am genauesten überlieferte Buch der Antike. Das alles stärkte den Glauben vieler Christen. In dieser Zeit entstanden auch zahlreiche Bibel- und Missionsgesellschaften. Bevor Jesus wiederkommt, muss sich ja seine Voraussage erfüllen, das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Völkern verkündigt werden. Erst dann wird das Ende kommen. Matthäus 24, Vers 14. Diesen Auftrag hatte die Christenheit im Grunde vergessen. Nun aber brachten Missionare den Menschen in vielen Ländern endlich das Evangelium von der Gnade und Liebe Gottes. Die Erwartung der baldigen Wiederkunft Jesu war der Hauptmotor dieses geistlichen Aufbruches. In vielen Teilen der Welt wurde das Kommen Jesu verkündigt. Gemeinschaft, Liebe und Freude prägten diese Bewegung. Es war tatsächlich eine Zeit der Bruderliebe. Nicht selten wurden diese Christen von ihren Mitchristen verlacht oder auch bekämpft. Dabei wollten sie doch nur ihren Glauben allein auf die Bibel gründen. Und sie freuten sich auf das zweite Kommen Jesu. Wer solche Menschen bekämpft, kann sich eigentlich nicht mehr als Nachfolger Jesu bezeichnen. Solche angeblichen Christen werden in Vers 9 als Juden aus des Satans Synagoge bezeichnet. Wie bei der Zeitperiode der Gemeinde Smyrna geht es auch hier nicht um Juden. Sie sind nur ein Bild für Christen, die sich unchristlich verhalten. Deswegen bezeichnet Jesus sie als Mitglieder der Gemeinde des Widersachers. Eines Tages aber werden sie anerkennen, dass Jesus auf der Seite der Christen steht, die auf sein zweites Kommen hoffen. Sie haben keine mächtige Organisation hinter sich und besitzen nur eine kleine Kraft, wie Jesus in Vers 8 sagt. Trotzdem haben sie Außerordentliches bewirkt. Weil sie sich an Jesus und sein Wort halten, werden sie auch vor der Stunde der Versuchung bewahrt. Diese Stunde der Versuchung wird die ganze Welt erschüttern. Vers 10. Wer dagegen in dieser Zeit die Bibel nicht mehr als einzige Richtschnur des Glaubens und der Wahrheit betrachtet, wer sie als fehlerhaftes religionsgeschichtliches Werk sieht, wird der Täuschung und Verführung zum Opfer fallen. Die bibeltreuen Christen sind Säulen der Gemeinde. Vers 12. Nichts kann ihren Glauben erschüttern, auch nicht die im 19. Jahrhundert aufgekommenen Geistesströmungen wie der kämpferische Atheismus, der moderne Spiritismus und die Esoterik, der Kommunismus, der Nihilismus und der Materialismus, die evolutionistische Wissenschaft oder die stärker werdende Bibelkritik und das Bezweifeln biblischer Wahrheiten. Das alles kann sie nicht erschüttern. Deshalb ermutigt Jesus sie, das festzuhalten, was sie haben. Der siebte und letzte Brief geht an die Gemeinde Laodicea. Und damit kommen wir zu uns heute. Offenbarung 3, Vers 14 bis 21. An den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung aller Zusagen Gottes ist. Christus ist Gottes treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere, aber du bist lau. Und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist, arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold,
das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich. Und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt und bloß dastehst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Laodicea wurde vom Seleukidenherrscher Antiochos II. Im 3. Jahrhundert vor Christus gegründet. Er nannte die Stadt nach seiner Frau Laodike. Die Stadt lag an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Eine der großen Handelsstraßen führte von der Westküste nach Syrien. Eine zweite verband Pergamon mit der Hafenstadt Attalia an der Südküste. Diese günstige Lage machte Laodicea zu einem wohlhabenden Handelszentrum. Als die Stadt 60 nach Christus von einem Erdbeben zerstört wurde, bauten ihre Einwohner sie sogar ohne finanzielle Hilfe des Kaisers wieder auf. Der Reichtum der Stadt gründete sich vor allem auf das Bankwesen und den Handel. Ihr Textilhandwerk stellte Gewänder aus Stoffen aus schwarz glänzender Wolle her. Sie wurde von wohlhabenden Bürgern getragen. Außerdem war Laodicea ein bekanntes Zentrum der Augenheilkunde. Ärzte stellten dort eine berühmte Augensalbe her. Im 12. Jahrhundert eroberten die Seldschuken Laodicea und siedelten die Bewohner um. Danach verfiel die Stadt. Jesus stellt sich dieser Gemeinde in Vers 14 als der Amen vor, der treue und wahrhaftige Zeuge. Das Wort Amen soll eine Aussage bekräftigen. Luther übersetzte dieses Wort oft mit wahrlich. Jesus ist also der Wahrhaftige. Was er sagt, das gilt und hat Gewicht. Deshalb ist seine Beurteilung der Gemeinde Laodicea vertrauenswürdig und glaubhaft. Der Ausdruck Anfang der Schöpfung Gottes bedeutet nicht, dass Christus als Erster von Gott erschaffen wurde. Er ist vielmehr der Herr der Schöpfung. Er ist der Anfänger, der Erste und das Oberhaupt. In seiner letzten Botschaft an die Christenheit legt Jesus also Wert darauf, dass er der Schöpfer ist. Gegen Ende der Zeitperiode von Philadelphia begann sich die Evolutionstheorie von Charles Darwin immer stärker durchzusetzen. Sie wird heute von den meisten Menschen als selbstverständlich geglaubt, sogar von vielen Christen. Deshalb stellt sich Jesus als der Herr der Schöpfung vor. Laodicea steht für die Christen der Endzeit. Die nun folgende Schilderung dieser Gemeinde in Vers 15 bis 17 trifft zweifellos auch auf viele Menschen zu, die sich als Christen bezeichnen. Sie sind lau, dabei aber selbstzufrieden und gleichgültig. Sie meinen, alles zu haben und nichts zu brauchen. In Wirklichkeit sind sie jedoch geistlich arm und blind für ihren Zustand. Jesus hat für sie kein Lob übrig. Tatsächlich finden wir heute unter Christen viel Religiosität, aber wenig lebendigen Glauben. Manche geben sich mit frommen Gefühlen und Traditionen zufrieden, statt die Worte Jesu auch in die Tat umzusetzen und auf Gott zu hören. Andere besuchen ihre Kirche nur zur Taufe, Trauung und Trauerfeier. Wir haben beeindruckende Kirchengebäude, feierliche Gottesdienste, gut ausgebildete Pastoren und spenden erstaunliche Summen für humanitäre Aktionen. Aber nie wurden die Aussagen der Bibel von Christen so oft angezweifelt wie in unserer Zeit. Der Schöpfungsbericht sei nur eine Allegorie. Die 10 Gebote würden für Christen nicht mehr gelten. Der Begriff Sünde und die moralischen Maßstäbe der Bibel seien antiquiert. Ihre Prophezeiung hätten sich die Menschen nur ausgedacht. Damit wird fast alles unglaubwürdig,
was den Menschen zur Entscheidung und zur Lebensänderung aufruft. Zurückbleibt ein: Gott liebt jeden und Jesus vergibt alles, ohne Konsequenzen für das eigene Leben. So wird lauwarmes Wasser zum treffenden Symbol für die Christen unserer Zeit. Ich wollte dieses Wasser an der Quelle in Hierapolis trinken, aber ich habe es sofort ausgespuckt. So eklig schmeckte es. Das spricht Jesus hier im Text an. Ein klares Ja oder Nein der heutigen Christen gegenüber Jesus wäre also ehrlicher. Sie brauchen deshalb von Jesus auch geläutertes Gold, Vers 18, und Augensalbe. Das alles brauchen sie dringender als ihre Banken, ihre Textil- und Kosmetik- und Pharmaindustrie. Vielen Christen fehlt heute das Verständnis der grundlegenden Wahrheiten der Bibel. Deshalb rät Jesus ihnen, dieses Gold des Glaubens und der Erkenntnis von ihm zu kaufen. Es geht ihm nicht um ein schwaches Fürwahrhalten. Es geht um eine Überzeugung, die sich im Kreuzfeuer der Kritik und auch in belastenden Lebenssituationen bewährt. Ohne diesen unerschütterlichen Glauben werden wir den kommenden Ereignissen, von denen die Offenbarung spricht, hilflos gegenüberstehen. Viele betrachten sich als gute Christen. Schließlich sind sie ja getauft und besuchen ab und zu einen Gottesdienst. Doch ihnen fehlt etwas Entscheidendes: die Gerechtigkeit Jesu. Wir mögen uns heute schick und modern kleiden. Wir mögen damit unsere Mitmenschen beeindrucken, aber Gott sieht hinter jede Fassade. Vor ihm gilt nicht, was wir als richtig und gut betrachten, sondern was er sagt. Deshalb brauchen wir die Gerechtigkeit Jesu. Dafür steht das weiße Kleid. Auch sie will Gott uns schenken. Wir müssen nur vor ihm unseren Bankrott erklären und uns bewusst machen, wie jämmerlich wir in Wirklichkeit sind. Sündenerkenntnis ist jedoch heute problematisch geworden. Der Wille Gottes wurde unserem Verständnis angepasst. Theologen und Psychologen diskutieren Schuld weg. Und Seelsorger dürfen Gemeindeglieder nicht mehr mit ihrer Sünde konfrontieren oder sie zur Lebensänderung aufrufen. Deshalb muss Jesus hier ein klares Wort sagen. Wer sich nicht mehr als Sünder sieht, kann mit der Gerechtigkeit Christi nichts anfangen. Aus diesem Grund bietet Jesus uns Augensalbe an, damit wir unseren wahren Zustand erkennen. Diese Salbe besteht aus zwei Komponenten: aus dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist. Gott spricht zu uns durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. So können wir die Wahrheit über uns selbst erkennen, aber auch sein Angebot der Erlösung. Doch manchmal können wir unsere eigenen Wunschvorstellungen als die Stimme des Heiligen Geistes missverstehen. Deshalb brauchen wir das geschriebene Wort Gottes als Maßstab für die Wahrheit. Die Bibel besteht also nicht aus toten Buchstaben, wie manche sagen. Sie ist vielmehr das lebendige Wort Gottes, das unsere Gedanken und Gefühle aufdeckt. In einer Zeit, in der Gottes Widersacher die Menschheit besonders verführen will. In einer Zeit, in der viele Christen ihre eigenen Gedanken für Offenbarung des Heiligen Geistes halten, brauchen wir das geschriebene Wort Gottes. Es ist die Grundlage unseres Glaubens und der Maßstab für die Wahrheit. Jesus gebraucht hier so deutliche Worte, weil er uns liebt. Er kann uns nicht gleichgültig eigene Wege gehen lassen. Deshalb versucht er uns zur Einsicht zu führen. Deshalb ruft er uns auf, unsere Einstellung zu ändern. Das bedeutet das Wort Buße in Vers 19 eigentlich. Immer dringender weist Jesus in seinen Briefen an die 7 Gemeinden auf sein zweites Kommen hin. Der letzten Gemeinde sagt er schließlich: Ich stehe vor der Tür. Vers 20. Die Wiederkunft Jesu steht also für Christen von Laodicea unmittelbar bevor. Nach ihnen wird es keine weitere christliche Periode mehr geben. Mit anderen Worten, wir leben in der Endzeit. Der Ausdruck "Ich stehe vor der Tür" hat aber auch eine andere Bedeutung. Eigentlich sollte Jesus nicht vor der Tür stehen, sondern mitten im Leben der Gläubigen sein. Aber weil sie blind und selbstgefällig sind, merken sie nicht, dass Jesus draußen steht und anklopft. Wenn sie seine Predigt hören, dann rauschen
die Worte an ihren Ohren vorbei. Mit ihren Gedanken sind sie ganz woanders. So kann Jesus sie nicht ansprechen. Andere öffnen zwar ihre Tür und hören aufmerksam zu, was Jesus ihnen sagt, aber sie lassen ihn nicht in ihr Leben hinein. Manche weisen ihm nur eine religiöse Ecke zu. Ihr Glaube zeigt sich nicht in ihrem Alltag. Doch nur wer ihn ganz einlässt und ihm alles übergibt, wird erfahren, was Gemeinschaft mit Jesus bedeutet. Die Christen von Laodicea sind nicht verloren. Schließlich ruft Jesus jeden zur Umkehr, der hören will. Wenn wir diesem Ruf folgen, werden wir in den letzten Tagen der Weltgeschichte nicht verführt werden. Wir werden gemeinsam mit Jesus auf der Siegerseite stehen. Auf uns wartet, was Johannes ab dem 21. Kapitel der Offenbarung beschreibt: das ewige Leben auf der neuen Erde. Fragen wir uns also selbst: Ist mein Christsein nur Fassade? Oder ist Jesus wirklich der Herr meines Lebens? Bin ich offen für eine Korrektur durch sein Wort? Oder will ich aus Bequemlichkeit weiter leben wie bisher? Bin ich ein abgekühlter, lauer Christ? Oder brenne ich für den Glauben? Viele Christen fragen heute nach neuen Offenbarungen. Sie fragen nach den nötigen Schritten und Reformen, um das geistliche Leben zu erneuern. Dabei hat Jesus uns durch Johannes schon längst gesagt, was für uns heute wichtig ist. Im nächsten Vortrag werden wir uns die Zeitperioden der sieben Gemeinden unter dem Bild der sieben Siegel anschauen. Dabei geht diese Vision einen Schritt weiter auf die letzten Ereignisse der Weltgeschichte zu. Wir sollen wissen, was uns erwartet, damit wir nicht unvorbereitet in die Zukunft stolpern.